Morgen, liebe Gäste des zweiten PT und EMS Symposiums hier auf der FIBO in Köln. Nach dem großen Erfolg letztes Jahr gibt es auch heute wieder alle Informationen rund um das Thema EMS. Ihr seht, das Interesse ist riesig, die Halle ist voll, ihr könnt es überall ausprobieren. Aber noch viel wichtiger ist, was steckt dahinter? Wie kann man trainieren? Was sind die Vorteile? Was gibt es zu beachten? All diese Fragen werden heute hier beantwortet von den Experten, belegt mit Studien. Und es sind super spannende Themen dabei. Ganz toll ist, ihr könnt die Referenten auch befragen. Also wenn der Vortrag beendet ist, dann komme ich auf die Bühne. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Der Referent beantwortet sie euch und daher fangen wir auch gleich an. Unser erster Referent ist Professor Jürgen Freiwald. Er kommt von der Bergischen Universität in Wuppertal und leitet dort den Arbeitsbereich Bewegungs- und Trainingswissenschaft und das Forschungsinstitut für Leistungsdiagnostik und Trainingsberatung. Sein Thema ist die aktuelle Beziehung von Krafttraining und Wissenschaft. Ich wünsche viel Spaß beim Vortrag. Kommt her, setzt euch hin, hört zu. Es lohnt sich. Viel Spaß. Vielen Dank für die nette Einführung. Das Thema Aspekte des Krafttrainings, eigentlich stand davor mal neue Aspekte. Das habe ich weggenommen, weil so, man kann das Rad nicht immer neu erfinden. Aber die Aspekte, die es gibt, die sollte man kennen. Einmal geht es mir darum, dass wir, wo wir doch so viel Esoterik in diesem Bereich kennen, uns überlegen, wie können wir unsere wissenschaftlichen Grundlagen in die Praxis bringen. In der Medizin ist es evidence-based, im Sport nennt man das evidence-based practice. Dann gebe ich einige Beispiele auch über zum Beispiel solche Dinge wie Foam Rolling, Flossing, EMS. Ist das evidence-based? Dann gehe ich ein auf Ein- und Mehrsatztraining, nach wie vor immer wieder umstritten und heiß diskutiert, und Gelenkbelastungen durch Krafttraining und natürlich dann die Konsequenzen. Zum Schluss des Vortrages gehe ich nochmal auf die Steuerung von Krafttraining ein. Das ist auch ganz interessant, auch in Verbindung mit EMS. Welche Steuerungsparameter habe ich und kann einsetzen, damit ich eine optimale zum Beispiel Proteinsynthese erziele? Also erstmal evidence-based und ein Beispiel Foam Rolling. In der Medizin verwenden wir den Begriff für evidence-based, also beweisfundiert geführte Medizin. Und im Sport kommt jetzt auch aus dem angloamerikanischen Bereich der Begriff evidence-based practice. Das heißt, wir wollen alles, was wir in der Praxis tun, auch unterlegen durch Studien, durch entsprechende Beweisführung im wissenschaftlichen Bereich. Das heißt also hier, wir müssen immer erstmal eine bedeutsame Frage stellen. Was wollen wir eigentlich? Wollen wir jetzt Muskelaufbau? Wollen wir in der Reha vielleicht das Bindegewebe stärken? Wollen wir Faszientraining, irgendwelche myofaszialen Strukturen beeinflussen? Dann gucken wir in die Datenbanken, Medline, Cochrane, Petro, alle die. Da schauen wir rein. Dann gucken wir, wie ist denn die Evidenz für eine Trainingsmaßnahme? Dann integrieren wir die Trainingsmaßnahme in die Praxis hinein und re-evaluieren die Evidenz. Das heißt, wir schauen, wirkt das Ganze denn? Und Sie wissen, dass wir sehr viele Maßnahmen bisher schon in die Praxis integriert haben, die sich später als nicht wirksam oder gar schädlich erwiesen haben. Also, das ist ein sehr schönes Buch, 2016 erschienen, von Amonette, Evidence-Based Practice in Exercise Science. Das ist das Erste, was es weltweit überhaupt gibt mit dieser Thematik. Und der Autor schreibt, dass wir sehr viele Missinformationen im Bereich Fitness haben, zum Beispiel über die Ernährung. Im Moment ist ja Eiweiß total in. Ich habe zwei Bundesligamannschaften betreut, Schalke 04, Hannover 96, aber auch einige andere beraten. Zwei davon konnte ich gerade vom Abstieg retten, weil sie eben auf die Idee kamen, Protein viel zu essen und wenig Kohlenhydrate. Das ist natürlich für einen Fußballspieler tödlich.
Dann haben wir sehr viele Theorien so zu Programmen. Wie mache ich jetzt was? Welche Belastungsparameter setze ich ein? Da gehe ich noch mal näher drauf ein. Was wollen wir tun? Wir wollen weg von der Esoterik, weg nur vom reinen Kommerz. Wir wollen hin zu beweisgeführten Trainingsmaßnahmen. Und in Amerika hat sich da auch die National Society Sports Medicine dem angenommen, gibt immer wieder Bücher und Unterlagen raus, was ist jetzt für was geeignet und wie sind die Beweise im jeweiligen Feld. Und da habe ich zum Beispiel das Foam Rolling mal mit eingeschlossen in diese ganze Problematik. Gehen wir doch mal zu dem, was wir wissen. Und das ist ziemlich einfach. Stretching seit Jahren immer wieder diskutiert, ganz oft untersucht. 1,0 heißt keine Wirksamkeit. Hier wäre was unwirksam, hier in einem sogenannten Forest Plot wirksam. Stretching, um Verletzungen zu vermeiden, ist völlig unwirksam. Punkt. Seit Jahrzehnten untersucht. Wenn Sie jetzt aber mal schauen, hier Krafttraining grün. Die kleineren Quadrate bedeuten weniger Teilnehmer an Studien, aber eine ganz deutliche Evidenz. Mit Krafttraining, auch in Colleges, im Hochleistungssport haben wir das alles gesehen, können Sie Verletzungen vermindern. Dazwischen liegt das, was oft auch gemacht wird, das sogenannte propriozeptive Training oder kombinierte Programme. Das heißt also, ein Krafttraining verhindert eindeutig Verletzungen. Und das ist gut so. Stretchen tut das nicht. Und wenn ich jetzt in einem Fitnessbereich sage, du musst stretchen, um Sportverletzungen zu vermindern oder zu vermeiden, dann ist das einfach inkompetent. Muss man einfach so deutlich sagen. Stretchen ist wichtig, aber besonders in der Therapie oder im Einzelfall, wenn ein besonderes Problem vorliegt, aber nicht in der Allgemeinheit. Weiterhin, da gehe ich später beim Rücken noch mal näher drauf ein. Der blödste Spruch, den ich immer wieder höre überall, ist immer Muskeln entlasten Gelenke. Also da muss man irgendwie in der Grundschule schon nicht aufgepasst haben. Das ist eins der drei Grundprinzipien der Newtonschen Gesetze. Aktio gleich Reaktio. Wenn ich Muskeln anspanne und die ziehen über ein Gelenk, dann drücken die das nicht auseinander, sondern komprimieren das Gelenk. Oder wenn sie außerhalb des Gelenkmittelpunktes sind, dann gibt es ein Drehmoment, weil ich will ja ein Gelenk bewegen. Wie soll denn Rumpf, Rückenmuskulatur, Extremitätmuskulatur ein Gelenk entlasten? Erklären Sie mir das mal. Ist völlig unmöglich. Aber ich höre es immer wieder. Das ist Grundschulwissen. Und ich frage mich, warum das immer wieder in dieser Art und Weise kommuniziert wird. Ja? Also es ist ziemlich einfach hier. Will ich gar nicht erklären, das sind ganz einfache Kraftvektoren, die man entsprechend nutzt. Wir nutzen das ja auch bei Osteoporose-Patienten. Wir wollen durch Muskelkrafttraining die Knochen belasten, die Gelenke belasten, dass die sich anpassen. Sie kennen die Zug- und Drucktrapekel. Und wenn wir zum Beispiel im Weltraum sind ohne Schwerkraft, dann haben wir eine ausgeprägte Osteoporose mit Abnahme der Zug- und Drucktrapekel. Das wollen wir ja nicht. Auch hier könnte übrigens EMS eine sehr gute Hilfe sein, auch im Weltraum. Ich hoffe, dass nicht zu viel Strom notwendig ist. Aber wenn, dann kann man natürlich auch hier das EMS gut einsetzen. Aber nicht zur Entlastung der Gelenke, sondern zur Belastung der Gelenke. Hier mal ein Beispiel. Ich nehme eine Kaffeekanne mit einer Schulterprothese, also nicht ich, sondern jemand, der die Schulterprothese hat, und hebe 1,4 Kilo einfach hoch und setze wieder ab. Im Schultergelenk sind Druckaufnehmer. Im Schultergelenk die Druckaufnehmer, die Gesamtkraft ist etwa bei 100% des Körpergewichtes. Wenn ich also mit 80 Kilo eine 1,4 Kilo schwere Kanne hebe, habe ich hier eine Kompression von 80 Kilogramm auf meinem Schultergelenk. Jetzt sagen Sie mir mal, wie das funktionieren soll mit Muskelkraft entlastet Gelenke. Und Sie sehen auch das Problem, sobald Sie ein Gelenkproblem haben, nehmen Sie mal einen Meniskusschaden oder ein Kreuzband, dann kriegen Sie nicht mehr Muskeln, sondern Sie haben allergrößte Mühe, Muskulatur aufzubauen, weil die Gelenke dadurch belastet werden und nicht etwa entlastet. Das Gleiche ist hier bei Knorpel. Wir machen sehr viel Knorpelforschung und auch Nachbehandlung in der Knorpeltherapie.
Das ist eine Mosaikplastik, also wie man einen Knorpel ersetzt durch gestanzte Knorpelblöcke. Jetzt muss ich natürlich überlegen, wenn ich am Leg Curl bin oder in der Beinpresse, wie viel Kraft wirkt denn darauf? Hilft das oder schadet das? Und wenn ich eine Treppe stärker gehe, mit stärkerem Muskelkrafteinsatz, habe ich natürlich eine höhere Belastung und nicht eine Entlastung durch Muskelkraft. Das heißt also, die Gelenke und deren Konfiguration ist der Oberschenkel, also hier in der Mitte kommt das Kreuzband, hier Oberschenkel, hier Entnahmestelle aus nicht belasteten Arealen. Wenn ich also Krafttraining durchführe, auch EMS, muss ich wissen, sind die Gelenke auch belastbar. Wenn sie nicht belastbar sind, sagen die uns das meistens auch, indem sie einfach die neuromuskuläre Ansteuerung von bestimmten Muskeln hemmen. Nehmen Sie mal den Vastus medialis. Jeder weiß, der innere Kniemuskel nach dem Kreuzbandriss, Innenmeniskusschaden, Kapselbandschäden, der atrophiert. Aber der atrophiert nicht deshalb, weil das so schick ist, sondern der atrophiert, weil das Gelenk nicht belastbar ist. Denn ein innerer Kniegelenkmuskel, wenn ich den anspanne, zieht nach vorne innen. Genau dort, wo das kaputte Kreuzband nicht mehr da ist. Und genau deshalb wird er gehemmt in der Ansteuerung. Jetzt kann natürlich die Natur nicht wissen, dass wir die Möglichkeit haben, auch durch EMS einzugreifen oder durch Operationen. Wenn ich also jetzt zum Beispiel eine Operation habe und ich habe ein biomechanisch belastbares Gelenk mit Gelenkersatz bzw. Kreuzbandersatz, dann können wir zum Beispiel durch EMS, aber auch durch andere Maßnahmen im klassischen Reha-Bereich die Muskulatur wieder aufbauen, denn der Körper kriegt ja die Rückkopplung, alles kaputt. Aber die Tatsache ist, es ist biomechanisch belastbar. Sie sehen, es ist schon ein bisschen tricky, aber es ist auch wichtig, dass man das entsprechend berücksichtigt. Es gibt sehr viele Mythen im Bereich Krafttraining. Und ein Mythos ist zum Beispiel Core Stability. Wissen Sie noch, als die Amerikaner Verstegen und Co. eine riesen Kommerzwelle losgetreten haben, der Rumpf ist ganz wichtig. Wenn Sie wie ich 40 Jahre im Hochleistungssport Sportler betreuen, wissen Sie, dass das schon immer wichtig war. Früher haben wir das Rumpfkrafttraining genannt, heute heißt es halt Core Stability Training. Wenn Sie aber mal genau gucken, hat sich nichts geändert. Dass die wichtig ist, die Rumpfkraft, das wissen wir alle, als stabiler Widerlager für Extremitäten, zum Beispiel beim Fußballspieler. Aber wenn man dann genau reinguckt, was da immer reininterpretiert wird, dann können Sie nur sagen, es ist ein Mythos. Und bitte hier die internationale Literatur lesen, weil in der deutschen Literatur finden Sie das nicht, erst in 20 Jahren. Foam Rolling ist auch so ein Beispiel. Da ist eine wenige Millimeter dicke Schicht. Da rollen wir drüber mit so einer Nudelrolle und erwarten, dass sich da was verändert. Nette Vorstellung. Aber auch hier, bin der Herausgeber von diesem Journal, haben wir mal von der Uni das mal untersucht alles, was so behauptet wird und was übrig bleibt. Und es ist wenig, was übrig bleibt. Wer will, kann sich diese Publikation bei mir gerne anfordern. Es ist im letzten Jahr 2016 die meistgelesene internationale Wissenschaftspublikation weltweit. Weil das ist ein Renner, Foam Rolling. Das sind die Erwartungen. Ich habe jetzt mal die Prospektangaben weggelassen, sondern die Erwartungen nur aus einer seriösen Literatur entnommen. Und die roten tue ich ganz kurz ansprechen. Ja? Also, fangen wir oben ein bisschen an. Warming up, Blood Flow, also Blutfluss, vergessen Sie es. Ein normales Aufwärmprogramm ist immer besser als Foam Rolling. Strength Jump Performance zeige ich Ergebnisse. Wenn Sie Foam Rolling durchführen, haben Sie eine verringerte und nicht etwa eine höhere Sprunghöhe. Anaerobic Capacity, ich weiß gar nicht, wie man auf eine Idee kommt, sowas zu untersuchen, aber es wurde untersucht und es hat keinen Einfluss. Weil was soll ATP, Kreatinphosphat, Laktazide, Stoffwechselprozesse mit Foam Rolling zu tun haben? Es wurde untersucht und es ist logisch, kein Einfluss, weder positiv noch negativ. Flexibility gehe ich nicht näher drauf ein, aber Flexibility wird gesteigert, also Beweglichkeit, aber nicht so stark, als würde ich ein normales Dehnen machen. Wenn man es Add-on macht, habe ich einen Zusatzeffekt. Das ist eigentlich das Ergebnis. Sensomotorik verändert sich gar nicht.
Stress Relaxation Regeneration, da gibt es Befunde, aber nur in einem einzigen Bereich, und zwar schnellere Regeneration nach Muskelkater. Wir wissen aber nicht, woran es liegt. Gibt es. Aber so Stressmarker wie Cortisol oder Cortisol-Testosteron-Quotienten sind völlig unbeeinflusst von Foam Rolling. Und hier nochmal Muskel- und Connective Tissue Tone können wir auch messen, eine leichte Reduktion, die maximal 14 Minuten anhält. Also Sie müssen schnell auf den Platz, wenn Sie hinterher einen Effekt haben wollen. Innerhalb von 14 Minuten ist es vorbei. Hier ein Beispiel, wir haben also die Blauen, die ist die Kontrollgruppe, die machen nichts. Die hier, die fahren einfach Fahrrad und die anderen machen Foam Rolling. So, das war der Ausgangszustand Pri. Und dann sieht man am Fahrradfahren eine hochsignifikante Verbesserung der Sprunghöhe, Aufwärmprozess. Nach Foam Rolling sehen Sie eine leichte Verminderung, die aber dauerhaft besteht. Das heißt also, wunderbare Entspannung durch Foam Rolling, aber völlig ungeeignet, um zum Beispiel im Leistungssport, wo es um wirklich jedes Prozent geht, die Leistung zu steigern. Wir können mit so einem Gerät auch den Muskel- und Bindegewebstonus messen. Auch hier können wir sagen, leichte Reduktion des Tonus, aber eben nur eine geringe, weil wir müssen hier unterscheiden, elektrischer Tonus, den können wir nur über elektromyographische Verfahren messen, und ein Bindegewebswiderstand, ein mechanischer Tonus. Mit dem Gerät können wir nur den mechanischen Tonus messen und der ist relativ unverändert. So, jetzt ist aber die Frage, was passiert denn durch solche Maßnahmen? Und da muss ich sagen, da bin ich fast ein bisschen sauer. In der Medizin müssen wir, 10 Jahre brauchen wir, bis wir ein Medikament auf den Markt bringen. Jeder darf eine neue Methode auf den Markt bringen, ohne jede Prüfung. Das heißt, hier zum Beispiel solche Triaden mit einer Vene, einem Lymphgefäß und einem Nerv, die gehen orthogonal immer durchs Bindegewebe. Da rolle ich drüber. Ich rolle, wer ist Physiotherapeut von Ihnen? Wunderbar, was haben Sie denn gelernt? Als Anfänger schon, wo massiert man hin? Zum Körper oder vom Körper weg? Immer zum Körper. Wer macht Lymphologie? Noch jemand auch? Wie machen wir es da? Zum Herzen. Und hart oder weich? Weich. Jeder weiß es. So, und jetzt kommen Sie plötzlich in so einen Kurs rein und sind gezwungen, Ihr komplettes Anfängerwissen, Ihre ganze Ausbildung zu vergessen und machen gegen die Herzrichtung hin und her. Mit dem 10-fachen des Kompressionsdruckes, der zugelassen ist, der Kompressionsklasse 4, und dem 3-fachen Druck, um eine komplette Okklusion, also eine Versorgungsunterbrechung zu bewirken. Wir wissen noch nicht, wie das langzeitig aussieht. Wir sehen nur erste Probleme. Nach 3-4 Jahren sehen wir verhärtetes Bindegewebe. Das ist ganz einfach, wenn Sie Handwerk machen, dann kriegen Sie auch Bindegewebe, also Hornhaut. Das kriegen Sie auch, wenn Sie 3-4 Jahre das machen. Das zweite Problem, was wir sehen, also wir haben einen großen Forschungsantrag gestellt, der auch genehmigt wurde bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Venenklappen, wir sehen es über Ultraschall-Doppler, klappen in die falsche Richtung um. Also das, was Sie gelernt haben, auf jeden Fall nicht machen. Das passiert da. Das heißt also, die Venenklappen klappen jetzt nicht in die richtige Richtung um zum Herz, sondern die andere Richtung, weil ich ja so eine Bugwelle von Lymphflüssigkeit und Venenflüssigkeit vor mir hertreibe. Wie das langfristig ist, weiß ich nicht. Nur kurzfristig haben wir schon ziemlich viele junge Leute plötzlich mit Krampfadern. Sie sollten sich das überlegen. Das heißt aber jetzt nichts gegen Foam Rolling, sondern was ich meine ist, wir müssen im Foam Rolling wie im Krafttraining die richtige Indikation setzen und nicht etwas sagen, das ist alles schlecht. Auch EMS ist ja umstritten oft, aber es gibt Indikationen, die sind glänzend geeignet. Und die müssen wir herausarbeiten, um Menschen zu nutzen, aber auf keinen Fall zu schaden. So. Jetzt gehen wir ganz kurz noch ins Krafttraining. Da können wir es zum kurz machen, von der Effektivität her. Die Frage ist immer, ein- oder Mehrsatz Krafttraining. Im Hochleistungsbereich ist es ziemlich einfach, das haben uns die Amerikaner vorgemacht. Vor der Saison zum Beispiel in der NFL oder im Soccerbereich, aber auch bei uns in der Bundesliga. Wir machen vor der Saison Mehrsatz und während der Saison Einsatz.
Weil Sie können wunderbar mit Mehrsatztraining Kraft aufbauen und Sie können es wunderbar mit ein, maximal zwei Trainingseinheiten pro Woche bei einem Spielsportler, wohlgemerkt nicht beim Bodybuilder, wunderbar halten. Das hier sind die Ergebnisse international aufgeführt, die es über Ein- und Mehrsatz gibt. Das heißt also, die roten, das ist Einsatz, die sind effektiv, aber die Mehrsatz sind mehr effektiv. Und jetzt kommen ja gerade im Fitness-Freizeitbereich Aspekte hinzu, die auch von Bedeutung sind, zum Beispiel der Kalorienverbrauch. Also wenn jemand abnehmen will und will Kalorienverbrauch, sollte er mehrere Sätze machen. Er sollte aber bitte nicht wie eine Banane über dem Stepper hängen und Fettstoffwechseltraining machen. Weil dann macht er genau das Falsche. Aus einem Gramm Fett hole ich 9,3 Kalorien, aus einem Gramm Kohlenhydrat 4,1 Kalorien. Also ist erstmal saublöde, Fettstoffwechsel zu trainieren. Weil wenn ich vorher vielleicht noch mit Kohlenhydrate auch eine Treppe gegangen bin, das Training im Fettstoffwechsel ist hochwirksam. Die gehen Sie dann im Fettstoffwechsel. Und Sie werden stundenlang über dem Stepper hängen manche Damen morgens, vormittags, meinen, sie würden jetzt was Wunderbares trainieren, die Fette würden sie abtrainieren. Ja, die benutzen die Fette, aber damit eben sehr wenig Kalorien, weil der Fettstoffwechsel extrem ökonomisch ist. Wer wirklich abnehmen will und wenig Zeit hat, der muss knallhart anaerob Lactazid trainieren, weil was Unökonomischeres gibt es gar nicht und mehr Energie in kurzer Zeit können sie gar nicht verbrauchen. Das ist der Vorteil. Belastungsdichte, das ist auch so ein Thema bei Belastungsnormativen. Wir haben hier eine Minute, zwei und drei Minuten Pausen bei Männern und Frauen und gucken uns bis zur Erschöpfung an, wie viel Leistung können die bringen. So, und man sieht, je länger die Pause, desto mehr Kalorien können die verbrauchen, also analog zur Wattzahl. Das heißt also, wenn Sie auch abnehmen wollen, müssen Sie längere Pausen machen. Ganz einfach. Sie müssen eventuell auch längere Pausen machen, wenn Sie im Fußball oder im Handball oder im Basketball arbeiten, weil Sie nur dann den optimalen Reiz setzen können. Wenn Sie aber einfach mal so durchlaufen durch die Geräte vormittags vor der Arbeit oder nach der Arbeit nachmittags, so what? Machen Sie ein abwechslungsreiches Training. Da kommt es um die 3 oder 5% nicht mehr an. Weiteres Thema ist Laktatakkumulation. Da hat sich ja in den letzten Jahren sehr vieles geändert, auch in der Sichtweise. Laktat ist ein Signalmolekül. Es ist kein Abfallprodukt, es ist ein Stoffwechselzwischenprodukt, das übrigens auch für Bindegewebsheilung, für Zellmembranen große Bedeutung hat. Ja? Laktat, wenn ich einen hohen Laktatwert habe, wir haben weltweit Fußballer bei uns im Labor, und ich bin heilfroh, wenn die hohen Laktatwert haben, wenn die in der deutschen Bundesliga spielen wollen oder Champions League. Warum? Erstens, dann ist das Laktat nicht mehr in der Muskelzelle, sondern im Blut. Zweitens, wenn sie ganz viel Laktat haben, dann passen die ideal in das Anforderungsprofil von Fußball Champions League, weil dort muss ich 160 bis 200 maximale Beschleunigungen pro Spiel machen. Und das kann ich eben nicht mit Fettstoffwechsel oder Grundlagenausdauer. Ein Fußballer, der einen Kopfball macht, der muss 2.500 Watt erzeugen, um 40 Zentimeter zu kommen mit 80 Kilogramm. Die holt er nicht aus dem Fettstoffwechsel oder aus Ausdauerleistung, Anpassung, sondern nur aus Adenosintriphosphat und Kreatinphosphat. Also müssen wir das trainieren. Und deswegen bin ich heilfroh, wenn wir hohe Laktatwerte haben, weil dann weiß ich, die haben viele schnellzuckende, laktatbildende Fasern, sind nicht ganz so ausdauernd, was ein Fußballer auch nicht sein muss. Die haben so alle um die 60 Milliliter pro Kilogramm pro Minute Sauerstoffaufnahme. Das ist so knapp über Freizeitgolf, sage ich immer. Und damit spielen die Champions League. Weil das brauchen die nicht. Wer als Fußballer durch den Wald läuft und Bäume zählt, ist bescheuert. Er mindert seine Leistung. Also hier gibt es natürlich jetzt auch verschiedene Trainingsformen. Und hier beim Bodybuilding zum Beispiel, die machen mit ganz viel Laktat. Kennen Sie ja, bis zum Kotzen auf Deutsch gesagt. Endgradig, dann cheated reps and so on. Dieses Laktat ist aber ein Signalmolekül und die machen es genau richtig, weil es gibt zwei Aspekte, um Proteinsynthese zu bewirken, also zwei wesentliche. Einmal der mechanische Spannungsreiz, der auf die Muskelzellkern wirken muss, also hohe Lasten.
Und zweitens die Übersäuerung. Die setzt ganz viele auch hormonelle Kaskaden in Gang, die dann zu einer optimalen Muskelanpassung führen. Das heißt, die Bodybuilder machen es richtig, wenn das Ziel ist Proteinsynthese. Jetzt gucken Sie mal, olympisches Gewichtheben, Powerlifting, die machen es auch richtig, aber die haben ein anderes Trainingsziel. Ja? Das heißt also, je nachdem, nach Trainingsmethode können Sie hier, und das ist in der Literatur gut zu suchen und zu finden, ich mache mal ein bisschen Werbung in meinem Buch, das 2016 erschienen, Optimales Krafttraining, sind all diese Ergebnisse auch zu finden. Und da können Sie halt auch mal nachgucken, was macht an Laktatwerten die verschiedenen Trainingssettings. Dann Intensität und Proteinsyntheserate, auch eine interessante Frage. Wie kriege ich zum Beispiel, wir hatten vorhin gesagt, wir haben Knorpelschäden oder wir sind in der Reha. Wie kriege ich jetzt einen dicken Muskel? EMS ist eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, wenn ich nur bei 30% der maximalen Last bis zur Erschöpfung arbeite, belaste ich, weil ja Muskeln Gelenke belasten, die Gelenke sehr gering. Ich kann das auch mit 90% machen bis zur Erschöpfung. Und jetzt ist die Frage, was kommt raus an Biosynthese, an Proteinsynthese? Und da wird es jetzt spannend. Nach 4 Stunden, absolut vergleichbar, nach 24 Stunden hat das niedrigintensive Training bis zur Erschöpfung deutlich höhere Proteinsyntheserate. Diese Ergebnisse sind, die möchte ich mir nicht ans Revers heften, von Toigo aus der Schweiz, der großartige Arbeit macht und auch ein ganz tolles Buch über Krafttraining geschrieben hat, das heißt Muskelrevolution. Ich finde den Titel bescheuert, weil das wirkt so ein bisschen marktschreierisch, aber inhaltlich eine super Sache. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verletzung habe oder weniger belastbar bin, Osteoporose-Patient oder so, dann muss ich einfach die Intensität deutlich runterfahren und bis zur Erschöpfung zum Beispiel trainieren. Und dann habe ich genau die gleiche Proteinsyntheserate wie gegen normale oder höhere Gewichte. Auch das ist dann die Frage, wie lange muss denn der Muskel unter Spannung sein? Und das ist das große Problem, speziell in Deutschland. Die Normative im Belastungstraining werden oft nur an Wiederholzahl, Pausen und Intensität, also Widerstand, relativ zum einer Wiederholungsmaximum festgelegt. Das einer Wiederholungsmaximum ist wichtig, das sollte man messen, aber es gibt viel mehr Parameter, die von größter Bedeutung sind. Zum Beispiel, so das ist auch das Buch von Toigo, das ich sehr schätze. Zum Beispiel, wie lange muss ein Muskel unter Spannung sein, damit eine optimale Muskelproteinsynthese entsteht? Und wenn Sie jetzt einen Butterfly nehmen, Sie gehen hier von 120 Grad hier vor und machen das ganz langsam und machen 10 Wiederholungen, dann haben Sie wahrscheinlich das Optimum von 90 bis 120 Sekunden Time under Tension, Zeit unter Spannung der Muskulatur. Wenn Sie jetzt einen Butterfly nehmen, machen nur 60 Grad und machen schnell, machen 10 Wiederholungen, machen die gleichen Pausen, den gleichen Widerstand, haben Sie Ihr Trainingsziel komplett verpasst. Sie haben vielleicht nur noch 40 oder 30 Sekunden Time under Tension und Sie haben es versemmelt. Das heißt also, bitte nicht nur Intensität, Umfang, also Wiederholungszahl, Sie müssen auch Range of Movement, also die Bewegungsweite nehmen und Sie müssen sich am besten mit einer Stoppuhr daneben stellen und gucken, wann habe ich 90 bis 120 Sekunden die Muskulatur unter Spannung gesetzt. Denn dann passiert das hier, 90 bis 120 Millisekunden haben Sie die optimale Proteinsynthese. Deswegen machen auch Bodybuilder eine relativ lange Zeit Time Under Tension, weil die wissen das, wenn auch nur intuitiv, denke ich. Und das Interessante ist jetzt, wenn Sie diese Time Under Tension nehmen, dann kommt erst die Slow Twitch, wenn Sie niedriges Gewicht nehmen, weil mit hohem Gewicht können Sie nicht 120 Sekunden machen. Dann kommen die Fast Twitch, die Intermediär, und dann kommen die Fast Twitch X, die richtig schnell zucken, ganz zum Schluss. Das ist ein tolles Training, um Muskelaufbau zu machen. Aber in dem Falle, wenn ich das mit dem Fußballspieler machen würde, würde er sehr langsam werden. Weil ich natürlich von der Ansteuerung her erst die langsamen ansteuere und dann die schnellen. Während Sie bei einer explosiven Krafteinsatz wie einem Fußball, einen Schuss, obwohl wenig Widerstand ist, zuerst die schnellen rekrutieren durch eine hohe Frequenz der Ansteuerung. Also auch hier ein bisschen tricky, aber für den Freizeit-Fitness-Bereich
90 bis 120 Sekunden Time Under Tension, wenn Sie Muskelwachstum erzeugen wollen. Ganz wichtig. Das Alter spielt auch eine Rolle. Das ist schön für mich. Erstens, hier mit 60 habe ich immer noch eine schöne Anpassung, wenn ich trainiere. Also auch ich muss noch trainieren. Aber schön für mich, ich muss viel weniger Intensität reinsetzen. Das heißt also, halt 60 sind nicht die Jahre, sondern die Belastungsintensität. Ich habe mein Optimum mit 60%, das ist einer Wiederholungsmaximums. Der Leistungssportler hat 85% bis zu 90%, der Trainierte, Junge. Und das ist halt sehr schön, wenn Sie also ältere Studio-Leute haben. Sie können ohne Probleme mit der Intensität runtergehen, weil da hinten passiert nichts mehr bei über 40, 50-Jährigen. Aber es passiert hier eine ganze Menge, wenn Sie bei 60% sind. Das ist wichtig. Bei den Jungen hier, da sind Sie wieder genau in dem Bereich, wo die Bodybuilder sich bewegen, weil die auch intuitiv merken, da brauche ich ein bisschen mehr und brauche auch lange Zeit. Ich mache es langsam über den gesamten Range of Movement. So. Wie ist das mit der Regeneration? Wichtig ist, Untrainierte haben nicht nur weniger Anpassung und Belastung, sondern es dauert unheimlich lange, bis sie wieder regeneriert sind. Also mit 2 Trainingseinheiten der Woche sind Sie bei Untrainierten, also richtig Untrainierte, super dabei. Machen Sie nicht den Fehler, 4 am Anfang zu machen. Das verkrault die Leute. Aber irgendwann müssen Sie mehr Trainingseinheiten machen, wenn Sie ein bestimmtes Ziel verfolgen. Und wenn Sie irgendwann im Leistungssport sind, dann ist die Regeneration natürlich super schnell. Also ein Bodybuilder ist innerhalb von 48 Stunden voll regeneriert. Im Fußball, also die jetzt nicht ein Bodybuilding machen, sondern eher ein normales Krafttraining, auch innerhalb von 24 Stunden. Nach Bundesligaspielen Samstag machen wir Sonntagmorgens um 10 Uhr machen wir Krafttraining. Für den Oberkörper wohlgemerkt und Rumpf. Super Regeneration und gleichzeitig Trainingsreiz. Stoffwechsel und Sportarten, das ist nochmal ganz wichtig, die letzten 3 Dias. Ich bin derzeit durch die technischen Probleme. Ich hatte schon angedeutet, Fußballspieler haben 160 bis 200 Maximalbeschleunigung. Jetzt kann man mal gucken, wie ist das mit dem Stoffwechsel. Also anaerob Alactazid 65%. 65%. Anaerob Lactazid 32% und dann kommt die sogenannte Grundlagenausdauer. Das sind die Fakten, das kann man messen. So, nehmen wir mal Belastungsdauer 6 Sekunden, was für einen Kopfball und so ja weit drüber hinausgeht oder einen kurzen Sprint. Da sind Sie bei 8% aerob und sind hier auch wieder bei über 50% anaerob Lactazid. Wenn man das weiß, und ich habe jetzt jemanden im Training, einen Fußballspieler, dann mache ich das anders. Dann gucke ich mir das mal an und sage, wie viel Energie brauche ich zum Beispiel, das wären jetzt in Joule pro Sekunde, wenn ich einen Kopfball mache oder einen Sprint, brauche ich zwischen 6.000 und 8.000 Joule pro Sekunde. Und dann gucke ich, mit welchem Stoffwechselbereich kann ich das erzeugen. Hier unten ist die anaerobe Schwelle. Also Fahrrad habe ich mal 450 Watt eingezeichnet, also wissen schon, das ist schon Tour de France verdächtig. Das ist das, was wir durch Fettstoffwechsel, durch aerobe Glykolyse erzeugen können, hier, mehr nicht. So, und wenn Sie hier Fußball spielen oder Handball oder Basketball oder Volleyball, dann müssen Sie hier oben trainieren und jetzt kann man die Zeit abtragen, 10, 20 Sekunden. Sie können jetzt beim Sprint mal gucken, 5 Meter, 100 Meter Lauf. Sie können hier unten aber auch im Krafttraining mal gucken, 1 Wiederholung, 6 Wiederholungen. Wo bin ich denn da? Diese Grafik können Sie auch in dem Buch Optimales Krafttraining finden. Aber da haben Sie endlich mal eine Orientierung, in welchem Bereich welcher Stoffwechsel überhaupt angesprochen wird. Und wenn Sie jetzt noch Handball, Fußball, Volleyball spezifisch trainieren, dann machen Sie alles richtig. Weil dann sind ja auch die Sportler zufrieden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.